La 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 la, da bin ich. Nur mein bestes Stück ist da. Scheiße. Grüßt euch, ich bin der Ben, das sind die Jungsfragen und ja, herzlich willkommen zum Warten auf den Weihnachtsmann Video. Wir sitzen jetzt wahrscheinlich alle irgendwie zu Hause und warten gerade darauf, dass es irgendwie endlich mal losgeht. Schreibt doch einfach mal jetzt schon in die Kommentare, was ihr gerade macht. Ob ihr noch im Bett liegt, ob ihr gerade irgendwie auf dem Klo sitzt und euch die Zeit vertreibt, ob ihr gar nichts mit Karneval, gar nichts mit Weihnachten zu tun habt. Einfach jetzt mal unten reinschreiben. Das sind tatsächlich alles eure Geschenke, die ihr mir jetzt zu Weihnachten geschickt habt. Fangen wir doch mal einfach direkt hier mit ganz rechts für mich, ganz links für euch an. Der Marcel hat mir einen Wandkalender aus New York geschenkt. Vielen Dank. Und dann hat er aber noch einen Brief dazu gepackt. In dem Brief ist eine Handyschutzfolie und er schreibt: Hi Ben, hier hast du eine Displayfolie für dein S9. Sie ist am besten als Weihnachts- oder Dankeschön-Geschenk für deine Ratschläge. Wenn du schon eine Folie hast, leider ja, sag es in einem deiner Videos und du bekommst etwas anderes. Oh, das brauchst du nicht. Ich heb die einfach auf. Da du ja weißt, dass du tolle Videos machst, brauche ich dir das nicht nochmal sagen, oder? Vielen Dank, ich habe das verstanden. Und dann hat er noch eine Frage. Weißt du, was man essen sollte, um den Peniswachstum in der Pubertät zu fördern? Dazu habe ich ja ein Video, wie man seinen Penis verlängern kann. Da mal reinschauen. Dann noch schöne Weihnachten und bis zum nächsten Mal. Dein Marcel, Merry Christmas. Ja, dir auch Merry Christmas, fröhliche Weihnachten. Auch du kommst an die Pinnwand. Die habe ich jetzt natürlich nicht hier. Ihr müsst einfach darauf vertrauen, dass dann wahrscheinlich in einem der nächsten Videos ihr dann an der Pinnwand hängt. Weiter geht's mit dem länglichen Paket hier oben. Und dieses Paket ist von Magdalena. Da scheint irgendwie fast bei der Post schiefgelaufen zu sein. Hier sind so ganz viele Aufkleber drauf von der Post zur Leitkodierung und bla bla bla. Irgendwie scheint da was nicht funktioniert zu haben. Aber es ist ja angekommen. Zum Glück. Zweimal verpackt. Magdalena hat wirklich sehr oft verpackt. Nochmal ein Geschenk. Oh, das ist ja... Nee. Nee. Hi Ben, tada, hier ist er, dein ganz eigener Zauberstab, selbst gemacht und daher ganz sicher ein Unikat. Ich hoffe, du freust dich und ich konnte dir als Potterhead eine kleine Freude bereiten. Ich raste aus. Schon magisch mit diesem Tuch? Alter. Das hast du wirklich selber gemacht? Das ist ja echt der Wahnsinn. Funktioniert auch. Cool. Vielen Dank. Sie schreibt wirklich ganz viele tolle Dinge. Vielen, vielen Dank dafür. Und dann hat sie auch noch zwei Tipps an euch, quasi an die zuschauenden Jungs. Die perfekte Vagina. Denn, hey Jungs, wenn ihr wollt, dass wir mit eurem Schwanz so zufrieden sind, wie er ist, wollen wir ebenfalls Toleranz auch auf eurer Seite und keine doofen Sprüche, weil es nicht so aussieht wie in den Pornos. Da hat sie vollkommen recht. Zweiter Tipp, die Periode und warum dich ein Kirschkernkissen zum Helden macht. Ich glaube, wenn Jungs einmal wirklich erklärt bekommen würden, was da passiert und was vor allem mit dem betreffenden Mädchen passiert, könnte man doofen Kommentaren und unsensiblen Verhalten vorbeugen. Denn ganz ehrlich, es gehört nun mal dazu und nicht darüber reden bzw. nichts damit zu tun haben wollen, ist einfach mega blöd und unerwachsen. Da hat sie auch definitiv recht, ja. Alles Liebe Magdalena und für die Pinnwand der obligatorische Penis. Da hat Magdalena tatsächlich richtig reingehauen. Schaut euch das an, richtig gut gezeichnet. So, gucken wir mal hier rein. Dieses Paket ist von Julina. Schönen Stift mit Lamas. Sind halt keine Alpakas, aber Lamas sind ja auch ganz schön. Mit ganz vielen Farben. Ja, cool. Vielen, vielen Dank. Dann haben wir noch Dresdner Essenz. Das ist was zum Baden, nehme ich an. Badeperlen, vielen Dank. Noch Schokolade, auch dafür vielen Dank. Und noch ein kleiner Brief. Hey Ben, ich hoffe, mein Brief kam noch pünktlich an, wie du siehst, ja. Ich denke, mit dem Stift kannst du was anfangen. Und ich hoffe, du magst den Duft vom Badesalz. Oder? Das werde ich ja dann sehen. Vielen Dank. Lass dir die Schokolade schmecken. Ich wünsche dir und deiner Familie frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Julina, dir auch dasselbe, dir und deiner Familie wirklich frohe Weihnachten. Vielen Dank dafür. Nächstes großes Paket, ne? Ich mache das so, damit der Kamin frei wird. Dieses Paket ist von Daniela. So sieht das Ganze aus. Wow, das ist viel. Okay. Lieber Ben, vielleicht erkennst du mich anhand der Schrift oder des Papiers. Hier ist Dani aus Bayern. Fanpostvideo 918. Ja, ich erinnere mich. Ich sehe dich auch ganz oft in den Kommentaren unten, ne? Ich liebe Weihnachten und vor allem Geschenke verschenken. Deshalb überlege ich schon seit Oktober, was ich, unter anderem dir, schenken könnte. Entferne nun das Papier mit der Nummer 1. Wow, das
ist echt mal krass. Wie bereits in meinem ersten Brief geschrieben, finde ich, dass du ein unheimlich wertvoller Mensch bist, von dem sich manch einer eine Scheibe von abschneiden sollte. Wobei, dann wärst du ja gar nicht mehr da. Auch doof. Entferne nun das Papier mit der Nummer 2. Oh, it's Alpaca Time, schreibt sie. Wir teilen ja die Liebe zu Alpakas, deshalb muss natürlich auch in diesem Brief wieder eins dabei sein. Passend zur Weihnachtszeit ist also hier ein wollig weiches Christbaum-Anhänger-Alpaka. Außerdem ist es bereits ein Hinweis auf dein eigentliches Geschenk. Mein eigentliches, da kommt noch mehr. Entferne nun also das Papier mit der Nummer 3. Live und in Farbe, ne. Ne. Aha. Aha. Dein Date mit dem Kuscheltier der besonderen Art. Auf einer Wanderung lernst du dann endlich die friedliebenden anderen Kamele so richtig kennen. Eine Alpaka-Wanderung habe ich geschenkt gekriegt. Oh, das ist der Hammer. Das ist der absolute Hammer. Ich liebe es. Vielleicht fragst du dich jetzt, warum? Darum. Wenn sich jemand so selbstlos für Aufklärung und gegenseitigen Respekt einsetzt, hätte er noch viel mehr verdient. Das alles gepaart mit deiner herzlichen und vor allem ansteckenden Lache macht so manchen trüben Tag ein bisschen besser. Danke. Pass gut auf dich auf und vielleicht hilft der Kurztrip zu den Alpakas ein wenig gegen den Stress. Bleib wie du bist, frohe Weihnachten, einen guten Start ins neue Jahr. Viele liebe Grüße, Dani. Ich bin richtig, richtig geflasht. Jetzt brauchen wir, glaube ich, erstmal gerade ein bisschen Abstand vom Auspacken. Wollen wir mal die ersten Jungsfragen-Videos gemeinsam gucken? Ich glaube, das ist mega peinlich, ey. Es gibt ein Video, das ist von vor 4 Jahren. Das nennt sich Krummwichsen. Geht 1,5 Minuten. Krummer Pimmel durchwichsen. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Es ist mega peinlich. Mega cringe. Mega cringe. Boah, wer ist am ganzen Körper? Das wäre ja krass. Hi Jungs, ich bin der Ben, das sind die Jungsfragen, ihr habt mich Folgendes gefragt. Biegt sich der Penis zu der Seite, mit der ich wichse? Ach, oh. Der Penis. Interessante Theorie, oh. Aber die Peniskrümmung hat nichts damit zu tun, mit welcher Hand ihr unaniert. Die Frage war ja, wenn ihr mit rechts unaniert, ob der Penis sich dann nach rechts biegt oder wenn ihr es mit links macht, ob der Penis sich dann nach links biegt. Fakt ist, die meisten von euch sind Linksträger. Das bedeutet, dass der schlaffe Penis in der Unterhose nach links liegt. Ist das so? Spontanumfrage. Davon könnt ihr euch aber auch selbst ein Bild machen. Geht auf die Seite jungsfragen.de oh. Und klickt dort. Wie unfassbar ekelhaft kann man sowas eigentlich moderieren, ey. Das ist ja oh, so gestellt und so. Und fällt euch mal auf, wie glatt mein Gesicht ist. Ich habe damals so dermaßen Hautglättungsfilter da drüber geballert. Unfassbar peinlich. Liste. Denn da könnt ihr sehen, mit welcher Hand die Jungs unanieren und zu welcher Seite der Penis oh. Ist. Ein weiteres. Wir haben ja alle mal angefangen, irgendwie eine alter Finne, ey. Ist also gelöst. Wenn du noch eine Nachfrage hast, dann schreib die unten in die Kommentare. Und wenn du eine ganz neue Frage hast, dann schick mir irgendwie eine Message. Like das Video, auch die Jungs fragen. Tschüss. Oh Gott! Ist das unfassbar peinlich. Das Layout ist ganz alt. Oh mein Gott, ey, ist das scheiße. Da könnten wir eigentlich auch mal eine komplette Folge draus machen, ey, wie wir gemeinsam diese Videos gucken. Das ist ja schlimm. Ich glaube, ich packe doch lieber wieder ein paar Sachen aus. Komm, wir kümmern uns mal um diese ganzen Briefe, die hier oben drauf liegen. Das sind 5, 6, 7, 8, 9. Schnelldurchlauf. Dominik schreibt. Er ist auf alle Fälle voll gemalt mit Penissen. Ich zeige euch jetzt mal nur die Seite. Hier ist ein großer Penis und die Rückseite ist auch randvoll mit Penissen. Die wollte ich euch jetzt aber nicht zeigen, weil hier halt auch steht, was er schreibt. Ich wollte dir eigentlich nur Danke für deine tollen Videos sagen, die Informationen, aber auch, die informativ, aber auch lustig sind. Ich habe auch eine Frage. Ich und mein Freund haben uns mal im Unterricht über Penis, Penislänge und so weiter unterhalten. Plötzlich kam ich auf die Idee, ihn zu fragen, ob bei ihm es auch so ist, wenn er scheißen geht, dass wenn er das Arschloch zuhält, nicht mit der Hand schreibt er dazu, sondern mit dem Muskel, dass dann das linke und das rechte Ei hochgehen. Grüße Dominik.
Ja, Dominik, das ist normal. Und zwar, wenn man den Ringmuskel am Popoloch zusammenschließt, dann strahlt das auch über auf die Muskulatur der Hoden. Die Hoden, die haben auch eigene Muskelstränge, die Hoden nach oben und nach unten ziehen können. Das ist derselbe Muskel, der auch euch auch ermöglicht, dass wenn ihr so eine Halblatte habt, dass ihr dann damit so wackeln könnt. PS, mach weiter mit deinen Videos, mache ich PPS, tolle und fröhliche Weihnachten. Vielen Dank, dir auch. Jetzt ein Brief, auf dem groß draufsteht, fürs Weihnachtsvideo. Apropos Weihnachten, mache ich vielleicht mal wieder das Kaminfeuer an, wa? Lieber Ben, ich wollte dir schon immer mal schreiben, da du für mich ein Idol bist, ich schaue deine Videos seit 2 Jahren und sie bringen mich immer zum Lachen. Das ist schön. Als das Mobbing bei mir vor 2 Jahren losging, nahm ich immer mehr zu, was mich stört, da es dadurch schlimmer wurde. Das ging so weit, dass ich Suizid begehen wollte. Suizid bedeutet Selbstmord. Das hört sich schlimm an, ich weiß, aber es ist so. Aber nur so fand ich dich und du gabst mir Mut und Kraft, so dass ich wieder zur Schule konnte. Für mich bist du der Beste. So, jetzt aber zu was Schönem. Ich mag deine Lache, deinen Humor, einfach alles. Du bist cool, machst sämtlichen Scheiß mit, du bist und bleibst der Beste. PS, frohe Weihnachten und ein frohes neues Jahr. Und hier hat er noch das Jungsfragen-Logo mit einer Weihnachtsmütze gemalt. Bedeutet mir viel. Vielen, vielen, vielen Dank. Mal eine Ansage an euch alle da draußen. Ne? Wenn ihr halt so irgendwie Spaß dran habt, irgendwie andere Leute zu ärgern, das ist nicht zu Unrecht eine riesige Straftat. Natürlich machen wir alle übereinander immer mal so irgendwelche Scherze oder sowas. Ne? Oder ihr kennt mich ja auch in meinen ganzen Videos. Wenn einer Blödsinn schreibt, dann kriegt er ja auch mal irgendwie einen Spruch. Ne? Das ist aber was anderes als Mobbing. Das ist einfach nur mal irgendwie sich gegenseitig necken und mal so darauf hinweisen, hast du Scheiße gebaut, ne? Oder hast du Scheiße geschrieben oder so. Aber jemanden tatsächlich systematisch zu mobben, dass es so weit geht, dass diese Person dann sogar daran denkt, sich selbst umzubringen, damit sie aus diesem Kreislauf rauskommt, das ist dann nicht mehr lustig, das ist kein Spaß. Ich wünsche euch allen da draußen viel Kraft und die Leute, die bisher immer irgendwie Spaß dran hatten, Leute zu ärgern, denkt mal drüber nach, was ihr für eine Scheiße baut. So, nächster Brief. Hi Ben, erstmal möchte ich sagen, dass deine Videos einfach spitze sind. Ich schaue sie natürlich regelmäßig an. Auch wenn wir Schulschluss haben, wird der Schulcomputer angeschaltet und mit den Mädchen Jungsfragen angeschaut. Die finden das nämlich genauso spannend wie wir Jungs. Ja, und so soll es ja auch sein. Bei den Jungsfragen darf ja jeder und jede zugucken. Der Inhalt ist bloß halt immer sehr jungslastig, aber willkommen ist hier jeder. Was ich dich noch fragen wollte, bist du in Planung, in den nächsten Monaten mal nach Chemnitz zu kommen? Ich habe da einen sehr guten Bekannten, der da jetzt wohnt. Das heißt, ich hätte sogar eine Bleibe. Von daher, so unwahrscheinlich ist es nicht. Ist es normal, dass nach dem Wichsen keinen Bock mehr auf sexuelle Sachen hat bzw. darüber zu reden hat? Ansonsten wünsche ich dir schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Vielen Gruß, Jonas. Jonas, vielen Dank erstmal für den Brief. Zu der Frage, ob das normal ist, ja. Wenn wir Jungs einen Orgasmus hatten, bei den Frauen ist das übrigens auch so, aber nicht so unbedingt in dem Ausmaße. Wenn wir einen Orgasmus hatten, dann haben wir danach die sogenannte Refraktärperiode. Und in dieser Periode haben wir einfach null Bock mehr auf Sex. Das kann sogar so weit gehen, dass man sich denkt, hau ab, geh weg aus meinem Bett, ich will nicht mehr, fass mich bloß nicht mehr an und so. Und bei manchen Jungs geht es sogar so weit, dass die dann auch Gedächtnisverlust haben oder so. Oder direkt einschlafen, weil der Körper auf einmal so runterfährt, dass die danach sofort wegpennen. Also, das ist vollkommen normal, legt sich aber wieder, habt ihr ja alle schon rausgekriegt. So, jetzt habe ich hier noch 2 Päckchen drin gefunden. Das eine, da steht drin, falls du irgendwann mal nach Polen fahren möchtest, hier etwas Startkapital. Das sind 20 polnische Taler. Mit was bezahlt man denn in Polen? So, und er schreibt, das sind so um die 4,66 Euro. Alles klar, vielen Dank, dafür kriegt man ja bestimmt schon Döner. Das zweite Paket mit Jungsfragen-Logo. Und ich spüre schon, was drin ist. Womit hast du das zugeklebt? Mit Sperma? Ich weiß, dass du eine Latex-Unverträglichkeit hast. Ja, leider schon. Wollte bloß noch irgendwas mit reinpacken. Viel Spaß. Jonas, vielen Dank. Ein weiteres Kondom. Yay. Yeah, ich hoffe, das ist doch Übergröße. Dich lege ich zur Seite für die Pinnwand. Nächster Brief. Oh, hier ist einiges drin. Oh, ich vermute, es ist kaputt gegangen. Oh ja. Das passiert leider, wenn so Briefe durch die Post geschmissen werden. Ne? Hier ist ein Engel-Anhänger bei gewesen und das Gerät gehört da unten noch so mit dran. Hi Ben! Und ein Penis gemalt. Hier ist das kleine Einhorn vom letzten Brief. Ich wollte dich um zwei Sachen bieten. Mach ein Video über Ulrich-Turner-Syndrom. Es passt ja nicht so ganz ins Konzept hier. Aber ne, wenn ich mal irgendwie eine Durststrecke habe, dann können wir uns sehr gerne drüber unterhalten. Komm noch mal nach München. Falls du möchtest, stehe ich dir für Fragen
hat, kann Ben fragen. Also ich gehe stark davon aus, dass du dann für Fragen zum Ulrich-Turner-Syndrom bereitstehst. Ne? Ich glaube, das meinst du. Ja, vielen Dank. Nächster Brief, keine Ahnung von wem, steht kein Absender drauf. Hallo Ben, mein Name ist... Ich bin 13 Jahre alt. Ich schaue deine Videos seit circa 2 Jahren und ich wollte mich bei dir bedanken, dass du so tolle und informative Aufklärungsvideos machst, wo einem am Ende auch keine Fragen offen bleiben. Das ist schön, dass das so ist. Erstens, was hältst du von Artikel 13? Oh, da muss man sich wesentlich mehr mit beschäftigen. So ganz geil ist das aber nicht. Zweitens, wie bist du zu YouTube gekommen? Naja, ich habe ja schon einige Klassen unterrichtet und da wurden mir immer dieselben Fragen gestellt. Und da dachte ich mir, gut, wenn das die ganzen Jungs hier in Köln schon interessiert, dann interessiert die das wahrscheinlich auch deutschlandweit. Nun habe ich einfach angefangen mit YouTube und auf einmal ist das so ein Selbstläufer geworden. Drittens, kommst du bald wieder nach Mannheim für ein Band? Treffen. Ja, bestimmt. Viertens, was machst du beruflich, wenn ich fragen darf? Ich bin gelernter Gestalter, gelernter Designer und ich verdiene Geld mit der Stimme, indem ich so Sachen sage. A, B, C, D. Ganz oft sage ich auch mein E. Zahlen kann ich auch schon ganz gut, bis 10. Nicht vorlesen, aber beantworten. In dem letzten Fanpost-Video habe ich das ja mal durchgehen lassen, dass ich mir die Frage durchgelesen habe und dann trotzdem beantwortet habe, laut beantwortet habe. Das ist aber für alle anderen extrem uninteressant. Und deswegen ist das jetzt hier die letzte Ausnahme, die ich mache. Ne? Alle Briefe, die ich in Zukunft bekomme, wo dann drin steht, ich habe eine Frage, aber bitte nicht laut vorlesen, die werde ich dann auch nicht im Video beantworten. Ich denke, das kann man verstehen. Ne? Ich weiß, dass ihr diese Frage habt und dass euch das brennend unter den Nägeln brennt. Ne? Aber es ist für alle anderen eben extrem uninteressant. Ne? Und deswegen ist das jetzt hier die letzte Ausnahme. Ich lese sie mir gerade durch. Ah, okay. Die Frage hört auf mit, kann sich das verschlimmern oder kann man das irgendwie besser machen? Ja, beides. Man kann sich da extrem reinsteigern. Man kann aber, wenn man sich die Hilfe holt, die du hier ansprichst, dann kann man es tatsächlich auch verbessern. Und wenn du die Gefahr bei dir siehst, dass das bei dir so sein könnte, was du hier schreibst, dann hol dir bitte professionelle Hilfe. Definitiv. PS, bester YouTuber, sorry wegen der Schrift und der Rechtschreibung. Ja, alles gut, sehe ich mal drüber weg. Dir auch frohe Weihnachten. Vielen, vielen Dank. Noch 4 Briefe, die wir vorzulesen haben. Hinten ist ein großer Penis wieder drauf gemalt und da steht für wir warten auf den Schweihnachtsmann. Lieber Ben, ich M21 habe eine Frage. Mein Freund wollte, dass ich ihn nach allen Regeln der Kunst an das Bett fessle. Er bestand mehrmals darauf, erst wieder losgebunden zu werden, nachdem er das Safe Word gesagt hat. Safe Word bedeutet quasi das Wort, was der andere dann sagen kann, wo dann sofort klar ist, okay, jetzt Grenze erreicht, sofort losbinden, sofort aufhören und so. Ne? Vereinbart hatten wir das Safe Word. Popo, warte, wo, warte, wat? Du weißt schon, dieser Berg auf so... Popo, Karte, Petel. Alles klar. Jetzt liegt er schon seit 23 Tagen gefesselt auf dem Bett und sagt kein Pieps, geschweige denn Popo, Karte, Petel. Kann ich ihm den Knebel trotzdem... Oder verstoße ich dann gegen irgendwelche BDSM-Regeln? Schwierige Situation, sage ich mal. Aber ich vermute einfach, dein Freund ist tot. Ihr versteht hoffentlich alle, dass das ein Spaß ist, den er hier gerade macht, ja? Weil wenn man ein Safe Word ausmacht, aber dann auch noch einen Knebel im Mund hat, dann Hochrauche! Hochrauche! Sehr makabrer Scherz, aber ich hoffe, ihr versteht das. PS, ich mache mir etwas Sorgen um seinen Gesundheitszustand. Er ist sehr still in den letzten Tagen. Ich habe leider überhaupt keinen Namen, aber du hast es ins Weihnachtsvideo geschafft. Schau mal. 2 Briefe noch. Lieber Ben, ich bin Arsen, ich weiß leider nicht, wie man es ausspricht. Ich bin Arsen, bin 14 Jahre alt, lebe in den Niederlanden und bin ein großer Fan von dir. Geil, ey, schon über die Deutschlandgrenze hinaus bekannt. Aber ich meine, ich kriege ja auch Post aus Schweiz und Österreich. Ja, wo man es auch wieder... Ich war auf dem Bandtreffen in Hannover. Ach, schau an. Wenn du dich noch an den Typen mit der Brille erinnern kannst. Da waren ja, glaube ich, einige mit Brille. Ne? Also ich sehe ja immer so viele Leute auf den Bandtreffen, da kann ich mir leider nicht alles merken. Deine Videos sind echt hilfreich und dank dir sind die Jungs aus meiner Klasse schon viel reifer geworden. Ich hätte ein paar Fragen an dich. Erstens, kaufst du Feuerwerk an Silvester? Nein, kaufe ich nicht. Ich finde das total dämlich. Es kostet voll viel Geld. Es ist rausgeschmissenes Geld dafür, dass es mal nur kurz Puff macht und dann hast du die ganze Straße voller Müll. Nee, kaufe ich nicht. Ich weiß, viele von euch finden das geil, die haben da voll Spaß dran und so. Bitte kauft. Ich kaufe es aber nicht, weil ich finde es für mich dämlich. Kannst du die Anzahl aller deiner Selbstbefriedigungen zählen? Nein. Weil ich soweit nicht zählen kann.
Drittens, mein Schniedel ist gut über dem Durchschnitt und die Kondome dafür sind sauteuer. 13,90 Euro. Wieso ist das so? Was möchtest du denn jetzt beantwortet haben, warum du so einen mordsmäßig riesigen Pimmel hast oder warum die Kondome so teuer sind? Kann ich dir leider nicht sagen. Im Internet kriegst du es wahrscheinlich günstiger. Viertens, du hast in C programmiert, erzähl darüber. Das ist schon voll lange her. Ja, ich habe damals, als ich jung war, als ich so in eurem Alter war, habe ich so Programmierkurse genommen. Und da war C bei, also C++ war dabei. Und damals konnte ich das alles, aber das ist jetzt schon so lange her. Ich glaube, da müsste ich mich wieder richtig reinknien, um da irgendwie was zu verstehen. Lieben Gruß, Asen. PS, einmal quer durch die Wendy geleckt. Sehr schön, vielen Dank. Letzter Brief und hinten steht drauf, Weihnachtspost für einen lieben Menschen. Nobody is perfect, perfect is boring. Ach, wie geil. Harry Christmas, von wegen Happy Christmas, ne? Aber Harry mit der Harry Potter Brille und der Narbe. Ich, weiblich 19, bin noch nicht sehr lange Teil deiner Community, seit Sommer. Aber gleich von den ersten Videos an hast du mich überzeugt. Oh, das ist lieb, vielen Dank. Deine Art, mit diesem Thema umzugehen, hat mich sehr beeindruckt, denn ich hatte und habe nach wie vor Angst vor dem ersten Mal. Ich habe schlechte Erfahrungen mit Männern gemacht. Oh, das ist schade. Aber sei dir sicher, es sind nicht alle Männer so. Da sind immer ein paar Idioten bei. Das ist in jeder Gruppe ist das so. In jeder Gruppe sind auch ein paar Mega-Assis. Aber durch deine Videos kann ich jetzt wenigstens mit meinem besten Freund offen über Sex reden. Dafür möchte ich dir danken. Du hast mir wirklich unfassbar geholfen und den Rest kriegen wir dann auch noch hin. Ich wünsche dir jetzt frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Dankeschön. Auch du kommst in den nächsten Videos an die Pinnwand. Vielen Dank. Wir machen jetzt mal wieder irgendwie was anderes. Irgendwas auf dem Fernseher. Wir haben ja letztes Jahr auch so lustige Sexquizze gemacht, ne? Wo ich irgendwelche Sachen beantworten musste und dann kam auf einmal raus, wie lang mein Pimmel ist oder so. Was natürlich auch gestimmt hat. Ich glaube, da waren dann irgendwie auf einmal so 23 cm und ich so, Jetzt habe ich hier wieder eins gefunden. Welche Sexposition sollte ich heute Nacht ausprobieren anhand meines Sternzeichens? Ich bin hier, Aries. Aries bedeutet Widder. So, und was soll ich heute? Das soll ich machen. Das ist heute Abend meine Sexposition. Wer bin ich denn? Schwarz oder rot? Oh, hier, schon wieder irgendwas mit Penisgröße. Also naja, es ist nicht so wirklich Penisgröße, es ist halt Kondomgröße. First question, do you like having sex? Yes, na klar, I love it. Pick a place to have sex. Also wo hätte ich jetzt am liebsten Sex? Das ist ja auch immer sehr, sehr abhängig davon, wie man gerade drauf ist, ne? Im Wald kann sexy sein, im Whirlpool, ja, ist irgendwie ein bisschen lame, sieht man nicht so viel, aber man wäre sauber. Strand fände ich schon ganz geil, aber dann ist da alles so sandig und dann schwitzt man und Ich nehme mal den Whirlpool. Ich glaube, der kommt jetzt gerade am geilsten, aber es ist auch einfach, weil es kalt ist mittlerweile. Wie würdest du dich selbst im Bett beschreiben? Oh je, ich glaube gar nicht so geil. Ich glaube hier so ein Mittelding, ich sage das glaube ich lieber nicht, um jetzt hier nicht irgendwie ins Negative oder ins Positive abzudriften. Wähle einen Song, bei dem man Sex haben kann. Okay, ich verstehe, in welche Richtung das gehen soll. Also ich finde das Lied nicht wirklich gut, aber es geht ja um den Titel, ne? Und Sex with Me, ja. Ich bin so schlecht im Bett, das muss man mal erlebt haben. Sei ehrlich, hast du jemals deinen Penis gemessen? Nein, nie. Yes, several times, machen wir uns nichts vor. Und schließlich, wähle ein Kondom. Ah, auch hier geht es wieder darum, was draufsteht. Ja, ich glaube, ich nehme den Smiley, so kennt man mich. So, ne? You got large. Ich brauche große Kondome. Oh, hier habe ich noch was. Das machen wir jetzt auch. Weil ihr wisst ja, dass ich sehr gerne mal sage, irgendwie kümmert euch um eure Rechtschreibung und so. Nur echte Klugscheißer schaffen mindestens 5 von 6 in diesem Seit-Quiz. Das können wir jetzt mal hier gemeinsam machen und dann schauen wir mal. Ihr ratet fleißig mit, ja? Seid ehrlich, okay? Ich lasse immer ein bisschen Zeit. Seit 20 Jahren sind wir jetzt befreundet. Na, mit T oder mit D? T, weil es um was Zeitliches geht. Seit wann sind wir? Also wir sind seit einer gewissen Zeit befreundet. Ihr seid doch alle verrückt. Mit D oder mit T? Mit D. Seit ihr verheiratet seid, sehen wir uns nicht mehr so oft. Na? Mit D. Seid ihr dafür oder dagegen? Hat's was mit Zeit zu tun? Irgendwie? Nee, ne? Also mit D. Das sage ich euch, seit ihr in diese Wohnung gezogen seid. Na, hat's was mit Zeit zu tun? Ja, ne? Also mit T. In all den Jahren seid ihr mir nicht von der Seite gewichen. Das ist tricky, weil es hier ja auch irgendwie was mit Zeit zu tun hat, ne? Wegen in all den Jahren. Aber hier geht's ja darum, von der Seite weichen. Also mit D.
Du bist ein echter Klugscheißer. Bam, 6 von 6 richtigen Antworten. Ich sag's ja, ey. Geil auch, wie man sieht, wie die Kerze immer kürzer wird, ne? Hier die vordere. Wenn ich fertig bin mit dem Video, ist sie komplett weg. Also einige kommen wahrscheinlich von meiner Amazon-Wunschliste. Jetzt sind hier ein paar runtergefallen. Hallo Ben, viel Spaß mit dem Ständer. Grins. Vielen Dank für deine vielen tollen Videos. Mach weiter so. Obwohl ich bereits 28 bin, kann auch ich manchmal noch was bei dir lernen. Dein Humor und deine Lache sind klasse. Grüße, Micha. Micha, vielen Dank schon jetzt. Und ich freue mich auch, wenn du schon 28 bist. Jawohl, geil. Es ist tatsächlich ein Handyständer, weil ich unter der Dusche halt auch immer ganz gerne YouTube gucke. Und das steht dann da immer so auf 7:30. Und ich habe dann echt Angst, dass das mir irgendwann mal in die Badewanne reinfällt. Super geil. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr. Dankeschön. Oh nein, hier ist noch ein Brief rausgefallen. Ich habe noch einen Brief vom Nick. Den lesen wir natürlich auch noch vor. Hallo Ben, ich weiß, dass ich im letzten Fanpost-Video dabei war, aber ich muss einfach beim Weihnachtsvideo dabei sein. Mach weiter so. Der Prinz ist angepisst, denn er sagte, Rapunzel, lass deinen Haaren herunter. Nick, vielen Dank. Diese drei Sachen kamen zusammen und da müssen wir jetzt mal gucken, ob es hier irgendwie eine Reihenfolge gibt. An meinen Vorkämpfer für Aufklärung und Rechtschreibung, mein persönlicher Held, Gruß und Kuss, Klausi. Alles klar. Vielen Dank für das Kompliment. Ah, ein Buch. Ah, ja, geil. Verschieben Sie die Deutscharbeit, mein Sohn hat Geburtstag. Ein Buch über Helikoptereltern. Richtig geil. Das habe ich mir gewünscht. Das freut mich wirklich sehr. Vielen, vielen Dank. Zweiter Brief vom Klausi ist sicherlich was für dich. Okay. Diese Geschenktüten sind so geil. Ich glaube, da verpacke ich auch alle meine Geschenke drin. Die große Show für deinen kleinen Freund. Und da kann man dann hier so den Pullermann durchmachen. Gott, ist das dämlich. Ja, hier, geil. Pinocchio, komm. Pinocchio, lüg mal. Und jetzt hast du noch was Drittes reingepackt. Ich kann mir dein unvergleichliches Lachen schon vorstellen, wenn du das Geschenk auspackst. Du hast genau ins Schwarze getroffen. Das ist ein Ratgeber, den ich wirklich brauche. Leben mit einem großen Penis. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich wirklich sehr. Dankeschön. Drei Pakete sind noch übrig. Wir fangen hier mit dem größeren an. Das ist vom Lukas. So sieht das Ganze aus. Ich, M12, habe seit meiner Geburt eine seltene Krankheit, die mich schon mehrmals fast das Leben gekostet hat. Oh je. Aufgrund dieser Krankheit muss ich mir jedes bzw. jedes zweite Jahr einer Endoskopie unterziehen. Da ich bei dieser Endoskopie eine Narkose brauche, wollte ich mal fragen, ob dieses Narkosemittel Auswirkungen auf meine Sexualität haben könnte. Ich habe schon ganze 53 Narkosen hinter mir. Krass. Falls du diese Frage nicht beantworten kannst, frage ich das nächste Mal meinen Anästhesisten. Ich wüsste tatsächlich nicht, was das an der Sexualität machen könnte. Eventuell. Aber das ist jetzt nur eine Vermutung. Ich bin auch kein Arzt, wie du weißt. Eventuell könnte das vielleicht so ein bisschen im Hirn was machen. Obwohl eigentlich auch nicht. Weil du wirst ja weiterhin beatmet. Du schläfst ja nur. Eine Narkose ist ja eigentlich nur schlafen. Ich glaube, da brauchst du dir mit absolut großer Wahrscheinlichkeit keine Sorgen machen. Frag vorsichtshalber, aber ich glaube, das ist absolut ungefährlich. So, jetzt ist noch eine Karte da drin, eine schöne Weihnachtskarte mit so Gold bedruckt. Hey Ben, die Bluetooth-Tastatur war ein Vorgeschenk. Ah, jetzt gibt's auch noch ein Weihnachtsgeschenk. Ey, das ist wirklich krass. Vielen Dank, Lukas. Ein Kranz, die Hausschuhe und der Pimmel-Play-Button samt Urkunde. Alter, what? Ich war so gerührt, als ich gesehen habe, wie du dich über die Tastatur gefreut hast. Bitte schau auch in die Urkunde. Hier ist wirklich alles selbst gemacht. Viel Spaß mit deinen Geschenken und ein schönes Weihnachtsfest. Liebe Grüße von mir, meinen Katzen und meinen Eltern. Oh, nee. Haben da echt deine Eltern auch drunter unterschrieben? Schöne Grüße aus der schönen Oberpfalz. Geil, vielen, vielen Dank. Das ist wirklich ganz, ganz toll. Er hat hier einen kleinen Bilderrahmen gemacht. In dem Wachssiegel ist ein Pimmel. Pimmel im Schaukasten. Hiermit erhältst du den Pimmel-Play-Button. Du bist der beste Sexuallehrer, den man sich nur wünschen kann. Vielen, vielen Dank. Das freut mich sehr. Ich mache die Urkunde da wieder drauf. Hausschuhe. Ich habe Hausschuhe. Oh, da ist noch irgendwas drin. Mit dem Jungsfragen-Logo drauf gemalt hier. Wenn das auch selbst gemacht ist, ist das ja der Hammer. Biomaya Regenwald-Kaugummi. Probieren wir direkt mal. Probiere ich mal direkt, ob ich da reinpasse. Moment. Da, 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 da. Geil, ich habe Schuhgröße 42. Und jetzt war hier noch der Kranz drin. Auch voll schön. Auch selbst gemacht. Mega nice. Sehr geil. Ich freue mich wirklich sehr. Dankeschön. Nächstes Paket ist vom Maurice. Es ist ein Du.
Richtig geil. Jungs fragen Duschgel, Jungs fragen SNRML. Oh ja, das kann man auch durchaus benutzen. Super cool, Dankeschön. Und dann hat er auch noch Aufkleber gemacht. Das sind 6 Aufkleber, die ich einzeln abnehmen kann. Und noch ein Brief. Hi Ben, ich habe dir vor kurzem ja schon mal einen Brief geschrieben. Ich weiß. Für Weihnachten wollte ich dir nochmal etwas schicken. Ich hoffe, dir gefällt das Shampoo. Absolut. Und die Jungsfragen-Logo-Sticker. Absolut. Ebenfalls wünsche ich dir, wenn du das liest, schöne Weihnachten und schöne Feiertage und dazu noch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ist ja auch nicht mehr so lange hin bis Silvester. Lieben Gruß, Maurice. Geil. Vielen, vielen, vielen Dank. Auch dir und deiner Familie frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Ich freue mich wirklich sehr. Das ist ganz toll. Dankeschön. Letzte Paket. Vom Torben. Er schreibt, frohe Weihnachten, Ben. Erst Geschenke auspacken, dann lesen. Alles klar. Okay, also wir fangen hier mit dem Größten mal an. Backen ohne Schnickschnack. Es gibt sie noch, die Rezepte aus Omas Küche. Ja, da muss ich dann auf jeden Fall... Oh, sieht das gut aus. Vielen Dank dafür. So, wie machen wir denn jetzt weiter? Hier sind noch so viele kleine Sachen. Hier erstmal so ein kleiner Schoko-Weihnachtsmann. Hier habe ich ein Musikinstrument geschenkt bekommen. Streudekor. Fürs Backen dann natürlich. Perfekt, danke. Noch mehr Schokolade. Noch ein Musikinstrument. Oder eine Analkugel, man weiß es nicht. Boah, ganz viele Schokokugeln. Und noch so ein kleines, hübsches Paket. Oh, das ist aber süß. Eine Christbaumkugel, wo so Schneedinger drin sind. Und jetzt der Brief. Eine Packung Backpulver für den Notfall, weil ich ja neulich, als ich mit Chris Kiss zusammen gebacken habe, kein Backpulver hatte. Sehr clever. Lieber Ben, auch dieses Jahr wird die Tradition des Weihnachtspakets selbstverständlich fortgeführt. Ich danke dir an dieser Stelle für all die tollen und unterhaltsamen Videos, bei denen auch wieder die ein oder andere Träne geflossen ist. Vor allem, wenn du unfassbar tolle Briefe bekommen oder als du deinen Meilenstein schlechthin erreicht hast, die 100.000 Abonnenten. Auf dass es so weitergeht und dein Buch mindestens einen genauso tollen Erfolg nächstes Jahr verzeichnen kann. Oh ja, das wünsche ich mir auch. Ich wünsche dir schöne Weihnachten und tolle, erholsame Tage. 2018 war ein tolles Jahr, auf das 2019 mindestens genauso schön wird. Vielen Dank auch für den Support deinerseits, das weiß ich sehr zu schätzen. Viele Grüße, Torben. Mega, vielen Dank, Torben. Das bedeutet mir wirklich viel. Ich finde es auch schön, dass wir jetzt uns schon so lange kennen. Vielen, vielen Dank. So, ich krieg schon richtig warme Füße hier in den selbstgemachten Hausschuhen. So, das war's. Alles ausgepackt, viel vorgelesen. Das Video ist, glaube ich, jetzt auch lang genug. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich nach dieser ganzen emotionalen Geschichte hier jetzt wieder irgendwie Späßchen machen könnte. Ich bin sprachlos geplättet. Ich fühle mich ganz, ganz groß geehrt. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche euch jetzt frohe Weihnachten, eurer ganzen Familie frohe Weihnachten. Vor Silvester werden wir uns nochmal sehen. Falls nicht, dann auch einen guten Rutsch. Auf bald, ja? Also, wie immer, Jungs fragen abonnieren, die anderen Videos gucken, macht es J. Ich gehe jetzt einfach so aus dem Bild und überlasse euch mit meinem Fernseher, Kamin, mit meinem Kamin.